Hallo, in diesem Video geht es um die Beziehung bzw. Gleichung von de Broglie und das Ganze gucken wir uns am Beispiel der Elektronenbeugungsröhre an. Zuerst schauen wir uns mal an, was überhaupt eine Elektronenbeugungsröhre ist. Man nutzt sie, um Interferenzen von Elektronenstrahlen, also sprich die Wellennatur von Elektronen, zu zeigen. Und diese de Broglie-Beziehung bzw. Gleichung ja, zu bestätigen. Und hier unten habe ich mal das schematisch aufgezeichnet. Und ja, das Ganze funktioniert halt eben so, dass ein Elektronenstrahl produziert wird und mittels glühelektrischem Effekt, beziehungsweise unsere Röhre wird hier indirekt beheizt. Das heißt, wir haben hier eine Kathode, das ist so ein Zylinder, der wird beheizt und dann treten dort Elektronen aus und dann werden die mit entsprechend Anode und Kathode halt dafür gesorgt, dass ein schöner Elektronenstrahl entsteht und das Ganze wird auf eine Graphitfolie geschossen und dann kommt das hier vorne auf einen fluoreszierenden Schirm und dieser Schirm hat halt die Eigenschaft, wenn Elektronen drauf treffen, dann fängt der an zu leuchten. Wenn man sich das Ganze mal ein bisschen näher anguckt, Louis de Broglie war, ja, gilt als einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Und entdeckte die Wellennatur des Elektrons. Und das ist doch etwas sehr Besonderes, weil man bis dahin halt glaubte, dass Elektronen halt Teilchen sind. Und das Entscheidende ist, es ist kein Entweder-Oder, sondern es gibt halt Situationen, da zeigt das Elektron halt Teilchen. Charakter und es gibt Situationen wie zum Beispiel in dieser Beugungsröhre. Beugung ist ja eine typische Welleneigenschaft und damit hat man im Prinzip diesen Dualismus. Das heißt, unter bestimmten Situationen zeigt das halt, wie gesagt, Welleneigenschaften oder halt entsprechend Teilcheneigenschaften. Und dafür erhielt er 1929 den Nobelpreis für Physik. Und wie ist er zu dieser Formel gekommen? Und dieses Lambda gleich H durch P, P ist der Impuls, das war das, was im Prinzip schon bekannt war von den Photonen. Und Photonen sind ja, Lichtteilchen und die sind allerdings masselos. Und was er gemacht hat, ist halt diesen gezeigt, dass auch massebehaftete Teilchen eine Wellenlänge haben. Und statt dem, oder der Impuls ist in dem Fall halt m mal v und m ist ja die Masse. Und das ist halt die große Leistung, die er vollbracht hat, dass also massebehaftete Teilchen eine Wellenlänge haben. Um die Graphitfolie zu untersuchen, nutzt man ein Verfahren, das diese beiden Herren hier entwickelt haben. Das ist Peter de Veye, Physiker, Chemiker, Nobelpreis für Chemie hat er auch bekommen und Paul Hermann Scherer, wie gesagt, entwickelt haben. Das Besondere an diesem Verfahren ist, früher brauchte man einen sogenannten Einkristall, um solche Untersuchungen durchzuführen. Die sind relativ schwierig herzustellen, beziehungsweise auch sehr aufwendig und teuer. Und bei diesem Verfahren, was de Broglie und Scherer da entwickelt haben, untersucht man sozusagen Pulver, also Kristallpulver. Und das hat halt den großen Vorteil, Kristallpulver ist halt relativ einfach zu bekommen. Und man nutzt dafür im Original monochromatische Röntgenstrahlung und bekommt dann halt auf einem Schirm entsprechend solche Ringe zu sehen.
Und diese Ringe entstehen durch entsprechende Gangunterschiede, die zwischen diesen Kristallstrukturen entsprechend entstehen. Und wenn da entsprechend der Gangunterschied ein ganzzahliges der Wellenlänge ist, habe ich entsprechend hier so, bekomme ich so einen Ring zu sehen. Um das Verfahren mal so ein bisschen zu erklären, habe ich hier eine Zeichnung. Und zwar für drei verschiedene Wellenlängen ist das hier dargestellt. Und wenn das, ja, die Strahlung einer gewissen Wellenlänge genau auf ein, ja, Kristall trifft, der so liegt, dass die praktische Bedingung erfüllt ist, wird der Strahl praktisch optimal gebeugt. Das heißt, es gibt Interferenz, also positive oder konstruktive Interferenz. Und dadurch ergibt sich dann dieser Kreis, den man dann später auf dem Schirm sieht, weil halt alle zusammen ja, dann praktisch die richtig liegen, diesen Kreis dann zusammen ergeben. Jetzt müssen wir noch mal kurz klären, was war eigentlich diese praktische Bedingung bzw. Bragg-Gleichung. Und dazu guckt man sich ja, eine Kristallstruktur an. In dieser Kristallstruktur gibt es drei Ebenen. Zumindest hier in der Zeichnung. Und dann habe ich einen blauen Strahl, der zu einem grünen Strahl wird. Und dann noch einen blauen Strahl, der noch zu einem grünen Strahl wird. Das Entscheidende ist, der obere blaue Strahl tut an so einem Atom, wird er reflektiert. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber das Spannende ist, der zweite blaue Strahl, der parallel dazu auf ein Teilchen oder auf ein Atom in der zweiten Ebene trifft, wird auch reflektiert. Aber wenn man genau guckt, sieht man, dass es so ein weißes ja, Stück dazugekommen ist. Das heißt, der Weg untenrum ist etwas länger. Und dadurch, dass der länger ist, habe ich einen Gangunterschied. Nämlich oben wurde es gerade eben hingeschrieben. Das heißt, ich habe dieser eine weiße Linie ist d mal Sinus Theta und den habe ich ja zweimal, also 2 mal d mal Sinus Theta, wenn das ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda ist, dann habe ich konstruktive Interferenz, das heißt Verstärkung und dann entsprechend, ja, sehe ich dann irgendwas auf meinem Schirm. Und genau das ist diese praktische Bedingung. So, schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen näher an. Wir gucken uns jetzt mal die Geometrie bzw. die Mathematik hinter dieser Beugungsröhre an. Und zwar kann ich mit Hilfe dieser Beugungsröhre die Wellenlänge sehr gut bestimmen und das Ganze funktioniert, indem ich mir jetzt einen einzelnen gebeugten Strahl angucke, der unter 2 Theta entsprechend gebeugt wird. Ich habe einen Einfallswinkel von Theta, einen Ausfallswinkel von Theta, macht zusammen 2 Theta. Das liegt halt daran, dass dieser Einzelkristall, den ich mir angucke, halt ja, nicht gerade, sondern schief steht und daher diese 2 Theta. So, wenn ich mal annehme, vorne der Schirm ist gerade, dann habe ich Tangens 2 Theta ist gleich R durch L, das ist praktisch Gegenkathete durch Ankathete. Wenn ich jetzt noch die Kleinwinkelnäherung heranziehe, das heißt Tangens 2 Theta ist ungefähr Sinus 2 Theta und das wiederum ist ungefähr 2 mal Sinus Theta, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze in meine praktische Bedingung einzusetzen. Und damit bekomme ich eine Formel, mit der ich ausrechnen kann, wie
groß die Wellenlänge letztendlich ist, die ich vorne auf dem Schirm in Form von Ringen zu sehen bekomme. Bevor wir mit dem Versuch starten, hier nochmal die Daten unserer Elektronenbeugungsröhre. Es gibt aufgrund der Kristallform insgesamt zwei Symmetrieebenen. Dadurch sehen wir auch zwei Kreise mit unterschiedlichen Schauen Radien. wir uns nun mal die Elektronenbeugungsröhre in echt an. Hier zum Aufbau, hier habe ich eine Glaskugel, hier ist ein Aufbau, den ich gleich noch näher erläutere. Und hier vorne ist eine fluoreszierende Schicht. Wenn dort die Elektronen draufkommen, fängt die dann an, grün zu leuchten. Dieser Aufbau, ich brauche natürlich erstmal Elektronen. Und das Besondere hier ist eine Heizwendel drin, aber die Elektronen kommen nicht direkt aus dieser Heizwendel, sondern hier um diese Heizwendel, deswegen kann man die auch nie sehen, ist ein Zylinder und der Zylinder ist die Kathode. Das heißt, die Kathode wird sozusagen nicht direkt, sondern indirekt geheizt und die Elektronen, die hier austreten, die wandern durch einen weiteren Zylinder und dann kommt nochmal ein Zylinder und noch ein Zylinder. Also, der erste Zylinder ist die Kathode. Der zweite Zylinder ist eine Anode. Dann kommt nochmal eine Kathode. Und zu guter Letzt kommt eine Anode wieder. Was soll das Ganze? Man möchte ja nicht nur, dass hier Elektronen austreten, sondern auch das Ganze fokussieren. Und wenn ich, sagen wir, einen negativ geladenen Zylinder habe, drückt der natürlich die Elektronen in die Mitte, was dazu führt, dass ich halt einen schönen Elektronenstrahl bekomme. Und ganz hier vorne, ich kann das versuchen nochmal so ein bisschen zu drehen, vielleicht sieht man das, ja, doch wenn man hier so schräg durchguckt, in der Mitte, da ist eine Graphitfolie und da schieße ich meinen Elektronenstrahl drauf und dort wird er dann entsprechend gebeugt. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das, dann heiz ich. Beziehungsweise ist sogar schon eingeschaltet, weil wie gesagt wird ja indirekt geheizt, deswegen dauert das einen Moment, bis sozusagen die Kathode warm ist. Dann drehe ich das hier schon mal rum, damit man das schön sehen kann. Und ja, Licht aus. Und jetzt drehe ich hoch auf 5 Kilovolt. Messgerät noch einschalten. So. Und jetzt versuche ich die 5 Kilovolt zu treffen. Und ja, es sind ziemlich genau 5 Kilovolt. Und jetzt versuche ich mal die beiden Ringe auszumessen. Also ich lese 1,1 so ungefähr und 1,9 so ungefähr. 1,1 Zentimeter Radius von dem ersten Ring und 1,9 vom zweiten Ring. Boah, ich glaube, das sieht man eigentlich auch ganz gut. Ich kann nochmal den Maßstab hinhalten. Sehr schön sind die beiden Ringe zu erkennen, einmal bei 1,1 cm und 1,9 cm, beziehungsweise sind die Radien. So, wie so zwei Ringe. Das ist relativ einfach, wenn man sich hier anguckt, wie das ganze Kristall aussieht. Das heißt, man sieht sehr schön, dass es zwei Symmetrieebenen Abstände gibt und daher auch
zwei ja, Radien und zwei Ringe. Ich möchte nun die Formel von de Broglie bestätigen und das mache ich, indem ich erstmal mit dieser Formel das Lambda berechne, das heißt diese Formel hier und ja, einsetzen. Und das machen wir auch gleich. Das Problem ist nur, das V habe ich noch nicht. Das V ergibt sich daraus, dass ich sage, ein halb mv Quadrat gleich e mal u. Und das Ganze kann ich entsprechend umstellen und einsetzen. Das mache ich gleich mal jetzt in einem Schritt, damit ich jetzt einfach ja, das hier habe und alles auf eine Seite bekomme. So, das ist meine Formel. Und gut, H, E und M, das sind alles Sachen, die der Taschenrechner kennt. U steht hier neben, das sind 5000 Volt. Muss ich natürlich umrechnen in Kilovolt in Volt. Und ja, dann kann ich das alles mal einsetzen und ja, ausrechnen. Und wenn ich das tue, bekomme ich auch was raus. Und zwar bekomme ich raus 0,173 mal 10 hoch minus 10 Meter. So, und jetzt müsste ich über die Berechnung, über die Geometrie dieser Kreisringe für Lambda entsprechend das Gleiche rausbekommen. Und das heißt, ich nehme mir jetzt diese Formel hier vor. Und gut, ich könnte natürlich das Ganze für beide Ringe machen. Ich mache es jetzt einfach nur mal für einen Ring. Da müsste jetzt, wenn alles gut geht, ja, das, wie gesagt, das Gleiche bei rauskommen. Und probieren wir es mal. Dann hätte ich entsprechend, ja, ich setze mal ein, Lambda gleich d. Da nehme ich jetzt erstmal das d1. Das heißt, ich hätte hier 2, 1, 2 mal 10 hoch minus 10. Das ist praktisch dieser Netzebenenabstand und der war sozusagen in der Anleitung angegeben. Ich gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sozusagen die Formel von de Broglie als gegeben annimmt, könnte man den natürlich auch ausrechnen. Aber wie gesagt, hier ist er jetzt gegeben und bekannt. Und jetzt brauche ich noch das dazugehörige R1. Das ist in dem Fall 1,1. Und dran denken, muss man umrechnen, ne? Meter. So, und jetzt brauche ich noch das große L. Das war 13,5 mal 10 hoch minus 2 Meter. Gut, man kann jetzt natürlich so spontan das hier mal wegstreichen. Damit weiß ich schon, dass mal 10 hoch minus 10 rauskommen wird und wenn man den Rest in den Taschenrechner eingibt, bekommt man raus 0,17 mal 10 hoch minus 10 Meter. Das ist
Wunderbar, das ist ziemlich nah dran. Das heißt, damit hätte man sozusagen jetzt die Formel von de Broglie ja, bestätigt.